Man muss trennen, zum einen Bitcoin, die Kryptowährung, und zum anderen die darunterliegende Technologie, die Blockchain. Die Blockchain scheint eine große Revolution mit sich zu bringen, die viele Branchen maßgeblich verändern wird in der Zukunft. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass viele Geschäftsmodelle überdacht und neu ausgerichtet werden. Das bringt große Chancen, aber auch Herausforderungen für Unternehmen. Die Kryptowährung, Bitcoin ist der bekannteste Vertreter. Das ist in der Tat ein möglicher neuer Kandidat für neues Geld. Aber der Weg dorthin ist noch weit und man kann noch nicht abschätzen, ob denn tatsächlich aus diesen sogenannten Kryptowährungen tatsächlich echtes Geld wird. Die offiziellen Währungen, ob US-Dollar oder Euro oder Schweizer Franken, sie alle leiden unter gewissen ökonomischen und auch ethischen Defiziten. Sie schaffen eben immer wieder Wirtschaftskrisen, sie sind inflationär. Diese Währungen verlieren also im Zeitablauf ihre Kaufkraft und die Märkte haben offensichtlich begonnen, die Suche zu beginnen nach besserem Geld. Und ein Angebot, was sich derzeit im Markt zeigt, sind die Kryptowährungen. Prinzipiell ist man im Bereich des Spekulativen, wenn man sein Geld in Währungen steckt. Denn Währungen kann man nur schwer bewerten und deswegen kann man nie sicher sein, ob man eine Währung jetzt zu einem günstigen oder zu teuren Preis kauft. Das Gleiche gilt natürlich für Kryptowährungen. Auch hier gibt es keine Bewertungsformel. Das ist spekulativ. Das kann natürlich noch mal weiter steigen. Es kann aber auch noch mal weiter fallen. Also jeder Anleger, der damit mit dem Gedanken spielt, Kryptowährungen zu erwerben, sollte das wissen. Eine Kryptowährung ist eine Währung, die im Wettbewerb beispielsweise zu Euro, zu US-Dollar oder Schweizer Franken steht. Eine Aktie ist ein Anteil an einem produktiven Unternehmen, das im Zeitablauf Wert gewinnt, so das Unternehmen denn erfolgreich ist. Wer also sein Geld nimmt und es in Aktien steckt, der investiert, der legt so sein Geld an, dass es künftig sozusagen durch die Wertschöpfung des Unternehmens mehr wert wird. Wer in eine Währung sein Geld anlegt, der kann nur darauf hoffen, dass die Währung gegenüber anderen Währungen aufwertet, hoffentlich. Aber sie kann eben auch abwerten und das Hauptproblem ist eben, Währungen lassen sich im Wert nur sehr schwer bestimmen. Die Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, sind ja im Grunde perfektes Geld. Sie sind immer wieder in der Währungsgeschichte als beliebteste, als beste Währung verwendet worden, wenn die Menschen die Freiheit hatten, ihre Währung zu wählen. Nun wissen wir, Gold- und Silbermünzen, das klingt etwas altmodisch, aber mit der neuen Technologie der Blockchain lässt sich die Verwendung von Gold- oder Silbergeld digitalisieren, sodass man gewissermaßen auf der Computerplattform, auf dem iPhone problemlos mit Goldgeld zahlen kann, was zuvor digitalisiert wurde, eben im Zuge der Blockchain-Anwendung. Das eröffnet ganz neue Perspektiven und kann auch zu einem Geldsystem hinführen künftig, das nicht unter den Problemen leidet wie das heutige Geldsystem. Also dauernd Störungen hervorruft, dauernd Krisen hervorruft und dauernd seine Kaufkraft im Zeitablauf einbüßt. Also das ist eine großartige Entwicklungsperspektive.